Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf dann doch noch mal für die SPD-Landtagsfraktion auf den ein oder anderen Redebeitrag eingehen und will sagen, dass ich schon etwas irritiert bin. Sehr geehrter Herr Wulff, ich weiß nicht, an welcher Debatte Sie teilgenommen haben, aber anscheinend nicht an derselben wie wir. Sie sagen, hier hätte man umschrieben, dass das ja alles gar nicht so schlimm sei. Ich glaube, dass die Ministerpräsidentin sehr eindringlich und im Übrigen auch die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linke darauf eingegangen sind, dass wir von einer riesengroßen Herausforderung stehen. Und die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen, und ich glaube, das können wir an dieser Stelle auch so unterstreichen, schwerer sind als das, was wir in den vergangenen 2,5 Jahren in der Corona-Pandemie erlebt haben. Und deswegen bin ich dankbar und froh darüber, dass es kluge Männer und Frauen in diesem Land gibt, die jeden Tag hart daran ackern, dass wir auch Lösungsvorschläge dafür haben. Also, dass hier irgendjemand etwas beschönigt hat, kann ich aus dieser Debatte jedenfalls nicht entnehmen. Im Übrigen, lieber Herr Wulff, kann ich aus Sicht der Regierungsfraktionen auch nur sagen, dass ich froh bin, dass SPD und Linke dieses Land regieren und nicht Sie. Also wenn Sie darstellen und hinterfragen, warum wir über ein Tourismusgesetz reden, warum der Wirtschaftsminister im Ausland unterwegs ist, warum wir über das Landesmarketing reden, warum wir vielleicht auch noch in Frage stellen, dass die Bildungsministerin schwer unterwegs ist, Lehrerstellen zu besetzen, das ist Regierungsgeschäft in einem Land. Bei all den Fragen, die uns gerade drücken, liegen doch alle anderen Themen, an denen wir zu ackern haben, nicht brach. Das erwarten die Menschen von uns und ich sage Ihnen zu, dass wir diesen Koalitionsvertrag abarbeiten werden und da bin ich froh, dass wir das machen dürfen und nicht Sie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde, wir müssen auch etwas zur Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger sagen, die, glaube ich, mit vielen Augenpaaren auf eine solche Landtagssitzung vielleicht anders gucken als bei vielen anderen Punkten, weil jeder ganz unmittelbar davon betroffen ist, was gerade passiert. Und da Frau Schäpple jetzt leider nicht dabei ist, ich will es gar nicht anzählend sagen, will ich einfach nur einmal den Vergleich ziehen. Da wird mal ebenso ganz charmant Schleswig-Holstein als Beispiel genannt. Und wenn wir bei den Fakten bleiben, kann man das ganz gut runterbrechen. Wir haben die Frage der LEKA und der Stellenstrukturen Energieberatung längst thematisiert, haben wir aufgegriffen. Der Härtefallfonds Mecklenburg-Vorpommern, einwohnerbezogen zwischen MV und Schleswig-Holstein, größer als auf den Weg gebracht wurde. Klimaschutzprogramm haben wir vor Monaten bereits auf den Weg gebracht, da mussten wir nicht erst auf den Energiegipfel warten. Programm für Dekarbonisierung, lassen Sie mich diese Zahl sagen, Sie feiern 15 Millionen. Im Landeshaushalt von Mecklenburg-Vorpommern stecken 65 Millionen für die Dekarbonisierungsprojekte in der Industrie. 100 Millionen Wasserstoff ist angesprochen worden. Unterstützungsprogramm Kitas. Da können wir uns mal angucken, wie ist die kommunale Finanzausstattung in diesem Land. Wir wissen, der nächste Kommunalgipfel steht bevor. 140 Euro pro Einwohner in Schleswig-Holstein, 719 Euro in Mecklenburg-Vorpommern. Also bei allem Respekt, wir müssen nicht nach Kiel schauen, sondern können uns auf Mecklenburg-Vorpommern konzentrieren, haben geliefert und damit auch eine Grundlage für das geschaffen, was der Bund am Ende umsetzen konnte. Und auch die konkreten Punkte: Biogas von Gasumlage befreien, Fuel Switch, Power to Heat, Energiepreisdeckel als großes Thema, Entlastungsprogramm für die Bürgerinnen und Bürger, Kindergeld erhöhen, Kinderzulage erhöhen, Steuerentlastung auf den Weg bringen, Härtefallfonds. Das sind Dinge, die wir in den Diskussionen hart eingebracht haben. Und glauben Sie nicht, dass wir in einem Energiegipfel ein 10-Punkte-Papier beschließen und es dann in die Schubladen verschwinden lassen. Die Ministerpräsidentin war mit den Akteuren der Bundesregierung genau dazu im Gespräch. Und eigentlich müsste auch bei Ihren Ministerinnen und Ministern entsprechend das Telefon geklingelt haben, wenn Sie einen solchen Auftrag ernst nehmen. Ich will ganz zum Schluss noch einen Satz zur CDU sagen, weil ich doch irritiert davon bin, wie einfach mal ganz pauschal kritisiert wurde, als hätten alle in der Wirtschaft in Grund und Boden geredet, was da passiert ist. Kein geringerer als Axel Hochschild, ehrenwerter Kommunalpolitiker im Ehrenamt, Handwerkskammerpräsident und ein Christdemokrat, der übrigens auch noch zu seinem Wort steht, der gesagt hat, er ist dankbar, den Energiegipfel ausrichten zu können. Der Energiegipfel in Gänze war ein Riesenerfolg, auch aus Sicht der Wirtschaft. Und ich habe die Erwartungshaltung, dass, wenn es solche Stimmen gibt, die Christdemokraten auch solche Papiere wieder mit unterstützen. Wir reichen Ihnen die Hand. Sie sind eingebunden in Vorbereitungsprozesse. Sie sind eingebunden in Nachbereitungsprozesse. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass bei dem gesamten Themenkomplex nicht ein einziger Vorschlag von der CDU kam. Und das spricht ehrlicherweise für Ihre Oppositionsarbeit. Und da brauchen Sie... Ich muss jetzt wirklich unterbrechen, Herr Dahlemann. Kommen Sie zum Ende, bitte. Letzter Satz. Ich glaube, da brauchen Sie den Linken nicht staatspolitische Verantwortung absprechen, sondern sollten sich mal hinterfragen, wie Ihre Rolle als Opposition in diesem Land eigentlich ist. Vielen Dank.